dritte Folge zur zweiten Staffel zu Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Erwin, ich begrüße euch nochmals. So, und wir haben natürlich hier unser Typ 89 und der nächste ist der Typ 91, der dann kommt. Das wollte ich nur nochmal schnell in Erfahrung gebracht haben. So, ja, wie gesagt, wir starten nochmal einmal in Gefecht mit dem Typ 89. Hier Stufe 2 Medium-Panzer, der Japsen. Der Japaner, Entschuldigung. Und versuchen unser Glück nochmal. Wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Crew halt nicht bei 100% ist und deswegen es halt nicht so ganz klappen sollte. Aber ich kann ja nicht alles auf die Crew schieben, weil mein Talent dafür, Panzer zu führen, hat auch total nachgelassen. Gut. Auf jeden Fall sind wir wieder dabei, haben hier einen Stufe 3 Gefecht, sollte uns aber nicht weiter stören. Wir fahren einfach wieder mit der Masse mit und versuchen es da ein bisschen nützlich zu machen. So. Jetzt habe ich hier 46 FPS gerade mal. Das ist echt schlecht eigentlich. Also das Modpack, das zieht dann doch noch ein bisschen mehr Leistung, als ich gedacht habe. Gut. Wir gucken mal, wo die Masse so hinfährt und dann richten wir uns nach dem. Welche Richtung sein nehmen. So, jetzt musste man mir kurz mal am Ohr kratzen hier. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, es stört nicht zu viel. Hier mal einfach mal Yass. Okay. 3 FCM 36er vor mir. Und alle sind ein bisschen langsamer. Obwohl, der eine, der zieht ja ein Süd ab. Okay, die haben alle den. Den gleichen Panzer? Nee, nicht ganz. Doch, haben sie, natürlich. So, hier kommen gerne mal welche. Und da ist ein M2 Light. Okay. Wir gucken mal hier. Schauen wir einfach mal weiter. Wenn die jetzt alle da lang fahren, dann habe ich hier ein Problem. Ja, und jetzt habe ich schon ein Problem. Ja, genau. Der ging schief. Und da kommt noch ein N2 Light, okay. Um den N2 Light werden wir uns jetzt aber mal kümmern. Ja, kritischer Treffer, wirklich. Und tschüss. Ja, und tschüss. Damit ist die Folge ist vorbei, alles klar, ihr könnt auch sehen. Nein. Ach, Gottes Willen, Erwin, komm schon. Du bist im zweiten Reihe Panzer, solltest aber in Bewegung bleiben. Ach. Du hast einen schönen Schadensoutput. Ja, was nehmen wir denn diesmal? Ja, hier, Charotier, haben wir schon lange nicht mehr weitergemacht. Habe ich auch selber nicht weitergemacht. Könnten wir ja mal wieder einen Angriff nehmen. Charotier kennt ja eigentlich jeder gut. Und in 10er-Effekt. Perfekt. Genau das, was ich jetzt brauche. Etwas Demotiviertes. Super. Ja, und vielleicht ist es den einen oder anderen mal aufgefallen. Vielleicht sogar schon auf der ersten Folge. Ich bin clanlos. Ist jetzt aber kein Problem, weil ich wechsle dann zu Damage 1. Geht denn also in den ursprünglichen Clan wieder zurück. Ben wartet nämlich schon auf mich wie ein Schnitzel. Und die ganzen anderen Leute, die hier da auch schon die erzählt waren, auch. Gut. Nee, das schreibe ich jetzt nicht. Das ist unhöflich. Kann ich machen, wenn ich markierte Folge mache. Was soll denn das? Was soll denn das? Warum fährst du mir rein? Ah, was wollte der? Typ, ey. Leute schickt das Arbeitsamt da.
Oh, das wäre so cool gekommen, wenn du getroffen hättest. Aber gut, Lorraine 40T hat sich schon darum gekümmert. Ah, wir schauen einfach mal. Ich hoffe, wir haben unseren sechsten Sinn dabei. Ansonsten haben wir hier ein paar kleine Probleme. Wenn wir aufgedeckt werden, ist es nämlich problematisch. Oh ja. Oh ja. Okay. Dann haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Ja, das ist der Turion, der hat sich auch hier versteckt. Ist also auch ein Schützenpanzer, obwohl er eigentlich eine super Panzerung hat. Schauen wir mal hier. Ich hoffe, wir werden noch nicht entdeckt sein. Jetzt habe ich in der vollendeten Zukunft gesprochen, wahrscheinlich. Wir werden hoffentlich noch nicht entdeckt sein. Eigentlich müsste der Satz hier lauten: Wir wurden hoffentlich noch nicht entdeckt. Oh ja. Lorraine traut sich vor mit seinen 261 HP, 16% also. Ist das nicht wirklich ratsam? Aber gut, lassen wir mal machen. Kann ja sehen, dass da was drum kommt. Der läuft aber langsam aus der Funkreichweite von mir. Aber steht 2 zu 0, also ich bin da zuversichtlich, dass wir diesmal schaffen. Oh ja, der ist mutig. Da hinten sehe ich aber nichts. Na, wenn da hinten jetzt nichts ist, dann fahre ich mal vor. Wir sind ja nicht zackig hier noch, um dann halt schnell von A nach B zu kommen. Na gut, da treffen wir nichts. Oh, da kommt ein T-44. Und der ist auch sehr zackig unterwegs. Okay, sechsten Sinn haben wir aber. Wo ist die Artillerie von denen? Ja, die wollen jetzt die Gebäude zerstören, okay. Ach, guck mal, da ist der E100 Jagdpanzer. Ja, aber hinter der Deckung, okay. Sind wir eigentlich noch aufgeklärt? Da war gerade der T-54 Mod 1. Könnten wir ja unter Umständen nochmal treffen. Und wenn der T-25 AT hier vorbeischaut, dann haben wir auch ein Problem. Weil noch stehen wir offen. Oh shit! Schnell verschwinden hier. Ja, komm, 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 komm. Du bist ein Panzer, du kannst es. Okay, den kriegen wir sowieso nicht. Hier ist der 1390, der hier rüber verschwunden ist. Aber momentan steht es 7 zu 4.
Oh ja, dich kriege ich. Habe ich ihn getroffen? Oh ja. T92, den hast du mir abgenommen, alles klar. Gucken wir mal schnell, wo die IS-7 rumgammelt. Ansonsten müssen wir schnell einen Rückwärtsgang einlegen. Okay, da ist der Jagd-E100. Ja, der ist. Oh, der ist ja noch vor dem Felsen, okay. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass der IS-7 hier kommt. Er wird sie bestimmt auch gleich blicken lassen. Er wird jetzt sich hier nicht lange angucken. Ach, komm schon. Ja. Den habe ich natürlich total versaut. Und wenn ich hier noch was abkriegen will, dann muss ich mich mal ranhalten. Aber der IS-7 da, wobei schaut, der braucht nur zwei Schüsse für mich. Und der ist schneller am Laden als ich. Dann gehe ich jetzt das Risiko ein oder nicht? Nee, der legt sogar nicht schneller als ich. Aber trotzdem brauche ich drei Schellen für ihn. Wenn ich nicht gerade sein Munitionslager treffe. Also auf gut Glück. Ich habe den Überraschungsmoment. Oh, ja, komm schon. Und tschüss. Was? Oh, natürlich. Der jagt den 100. Blöd gelaufen. Ich muss echt mal wieder trainieren. Ist der Wahnsinn. Wie schlecht ich mich hier anstelle. Aber gut, in der Zeit hat sich schon mal unser 89er wieder freigeschaltet. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, hat er. Und viel bei rumgekommen ist wieder nichts. Okay. Denn jetzt damit wieder weiter. So. Und die Heizungen sind wahrscheinlich bei mir ausgefallen. Ja, gut. Okay. Wenn jetzt eine sibirische Karte kommt, dann kann ich mich gleich heimisch fühlen. In der Karte. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Eine Sache noch. Ich bin ja jetzt erstmal auf der Schiene der schweren Panzer. Also ich bin auf dem Weg zu den schweren Panzern bei den Japanern. Wie weit ich jetzt hier diese zweite Staffel mache, weiß ich nicht. Aber ich werde mich ranhalten erstmal. Momentan habe ich ja wieder viel Lust hier World of Tanks zu spielen. Und aus diesem Grund werde ich hier auch erstmal weitermachen. Wenn ich zum Stufe 5er komme, das ist erstmal mein Ziel, sage ich, gut, alles klar, denn der Rest ist erstmal Spaß haben. Oh. Ja, in Hallouf war ein Sieg, war ja auch klar. Bin leider verletzt worden, beziehungsweise zerstört worden und hab Minus gemacht. Nee, hätte ich aber. 5000 hätte ich eigentlich Minus gemacht. Wir schauen einfach mal, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall sind wir erstmal im 89er unterwegs. Und das kann er sich natürlich wieder hinziehen, bis wir dann in den richtigen Gefecht drin gekommen sind. Aber die Zeit hänge ich hier einfach mal hinten ran. Für die ganzen Zeiten, die ich jetzt hier für die zweite Staffel halt vergeudet habe, hänge ich jetzt einfach mal hinten ran. Dann wird es halt eine kleine längere Folge. Nicht nur 15 bis 18 Minuten, sondern einfach mal ein bisschen länger. So, jetzt habe ich aber natürlich nichts zu trinken hier. Schade, muss ich halt da einfach mal so durchkommen. Jetzt bin ich aber wieder auf ein völlig anderes Thema. Was jetzt nicht wirklich was mit WoT zu tun hat. Wie es mit WoT weitergeht, wisst ihr jetzt. Aber World of Warplanes wisst ihr auch schon. Habe ich in der zweiten Folge angekündigt oder in der ersten. Und ja, wie gesagt, ich habe also eigentlich, na, wenn ich den Controller habe, hoffe ich einfach mal, dass ich da World of Warplanes halt mitspielen kann.
Harry Groschen angesprochen. Und in GTA muss ich noch weitermachen. Und. Bei StarMade muss ich noch weitermachen. Ey, so viel zu tun, aber für teilweise viele Spiele habe ich dann aber auch wenig Lust. Weil halt, ich habe eigentlich gehofft gehabt, dass bei StarMade halt welche mit dazukommen. Oh, was ist denn das für eine Karte hier? Ja, ich habe ja erhofft, ihr habt eigentlich, dass bei StarMade welche dazukommen, damit ich halt nicht alleine bin. Obi hat sich da noch nicht weiter drum gekümmert. Ich habe ihn zwar gefragt, ja, hab aber noch keine richtige Antwort gekriegt. Wenn er keine Lust hat, kann ich nur steigen machen. Dann ist es halt so. Ihm böse sein kann ich natürlich nicht. Dann muss ich das einfach nur auf mich ergehen lassen. Oh, da ist jemand am Spam. Und die da auf meiner Seite, na toll. Warum? Ja, toll. 145 Schaden gemacht. Zerstört wurde ich durch die. Durch den Cruiser, okay. Nee, es kann nicht sein. Durch die Su-18, ach so, natürlich. Hätte ich mir auch denken können. Na gut, dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwelche anderen Goshi gibt. Was ist denn eigentlich die Tür für ihn? Ach, das ist eine Artillerie, einer der neueren. Naja, relativ neueren. Was haben wir noch so? Den Dea haben wir. Ja, jetzt sehe ich das auch. Die 1 bedeutet jetzt, dass er noch immer abdrücken kann und dann ist vorbei. Und ich würde mich verziehen. Ich hab's dir gesagt. Oder auch nicht. Ja, jetzt hat er aber einen ordentlichen Zug gekriegt jetzt hier. Oh, der Leichtdruck hier, da und Cunninghams, okay. Und mein zerstörter Panzer. G-Panzer. Cruiser sieht auch nicht mehr so gut aus. Der M2. Könnte vielleicht noch was werden. Aber der M2 Lite ist halt cooler. Der hat vor allem auch noch 8 Salven drin, also. Momentan stehst du ja noch 7 zu 6. Kaputt. 7 zu 8. Verdammt. Oh ja, auch ein seltener Blick hier. Der Panzer 1. Ah, das Ding ist in den Ofen. Weil der macht die Eier schaukeln. Weiß nicht so recht, wo er hin muss. Ja, T18 von der Seite kannst du vergessen. Ja, dann war es das auch für dich. Gut. Dann noch der letzte Leichttraktor, der noch sein Glück versucht. Und ansonsten ist da noch der G-Panzer. MK6. Der Schützpanzer, meinetwegen. Ja, du bist auch gleich fertig. Ja, beweg dich, dann sieht man dich besser. Na gut, okay. Ja, komm, eine Runde machen wir noch. Ich habe gesagt, ihr habt nicht mehr 16 bis 18 Minuten, 15 bis 18 Minuten Folgen, sondern mehr als 18 Minuten auf jeden Fall. Also machen wir jetzt noch schnell ein Gefecht und schauen mal, ob es diesmal was wird. Wir haben ja schon 400 Erfahrungspunkte geschafft, also wir sind auf Newton Weg zum nächsten Panzer. Ich könnte aber auch unter Umständen Freierfahrung verwenden. Wollte ich mir aber eigentlich für später aufheben. Wir sehen einfach mal, wie es hier weitergeht. Meine Kill-Death-Rate muss ich auf jeden Fall hochschrauben, weil da bin ich ganz schlecht geworden. So, Redshire, nee, Ruinenberg, Entschuldigung, auf der unteren Seite. Und wir müssen daran denken, wir sind ein Schützenpanzer. Oh, was haben wir denn da für ihn? Ein BT-7 mit einer fetten Knüfte, auf jeden Fall. Okay. Wird der keine 15 cm Kanone dran? Oder der 70 cm? 70 mm, Entschuldigung. Ich weiß es jetzt ja leider nicht. Nein, fahr zu! So, der Pulk geht da lang, alles klar.
Werden wir uns mal auch mal dabei machen. Auch wenn manche sagen, ich habe nämlich mal umgehört, ja, auch wenn manche sagen, die japanischen Panzer, die schweren Panzer insbesondere, sehen ja total scheiße aus. Schon, aber wenn man sich die Werte anguckt, können sie hässlich bleiben, meinetwegen. Nur das Verkantigte, das ist dann halt ein Problem. Ah. Hä? Von wo? Aha, von da also. Aber nicht wirklich viel Schaden gemacht, schade. Da ist der Typ 91, genau den wollte ich da fahren. Aber gut, jetzt ist wirklich Ende erstmal. 21 Minuten und 17 Sekunden hört sich ganz gut an. Und solange ich noch rede, habe ich noch ein bisschen Zeit, um die Zeit auch rumzukriegen. Gut, aber wir werden jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst euch den bis zum nächsten Mal und haut rein. Euer Erwin sagt Tschüss. Und Kommentare schreiben bitte. Danke.